Hallo, willkommen zu unserem Serie P Americana Spezial. Ich freue mich sehr, Sina Paletka und Sebastian Geiger bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo ihr zwei. Hi. Stellt euch gerne einmal selber vor. Ich bin Sina Kaletka, bin jetzt 32 Jahre alt. Wir arbeiten zusammen, haben wir einen Hof gepachtet in Dienstlaken bei Oberhausen in NRW. Und wir betreiben diesen Hof jetzt seit 9 Jahren und bilden dort Westernpferde aus im Bereich Reining, Cutting, Ranchriding, Ranchrail und die ganzen Allround-Disziplinen. Ja, und ich bin der Geiger Sebastian. Ich bin 34 Jahre alt. Und im Prinzip alles, was die Sina schon gesagt hat. Und ich bin der Anhang dazu, quasi. Was macht ihr auf dieser Americana? Also ich habe ein Schubpferd mit. Ich reite oder bin Rennstreiding geritten und habe morgen noch die Limited Open Reining. Mhm. Und bin schon ganz nervös, wie das wohl so wird. Und ich bin dieses Jahr ausnahmsweise ohne Pferd hier. Mhm. Bin quasi zur Unterstützung für Sina mit hier, um da zu helfen. Und da ich halt aus dem Cutting-Sport komme, bin ich den Jungs am Helfen im Cutting-Pen und gucke, dass da jeder klarkommt, der Hilfe braucht, mit Pferd, ohne Pferd, wie auch immer. Super. Das heißt, es ist auch nicht euer erstes Mal auf der Americana? Nein, also für mich das zweite Mal, dass ich selber dabei bin, und bei dir ist das, glaube ich? Jetzt heute bin ich quasi das erste Mal ohne Pferd mit, aber das vierte Mal, dass wir jetzt hier sind als Teilnehmer. Im Prinzip unsere vierte Americana als berufstätige Trainer, würde ich sagen. Genau. Okay. Und wie findet ihr den Umzug von Augsburg nach Friedrichshafen? Boah, also uns gefällt es mega gut, oder? Ja, bis jetzt ja. Also von den Trainingsbedingungen für die Pferde ist es angenehmer geworden. Messe an sich ist größer. Also es wirkt alles sehr, 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 sehr cool hier. Ja, viele Details, die sich verbessert haben. Jetzt vorhin Beispiel warm Wasser beim Duschen für die Pferde. Finde ich immer super. Kennen die von uns zu Hause halt auch nur. Und einfach das Riesengelände, ne? Also wir konnten jetzt die ersten 2 Tage die Chance ein bisschen nutzen und waren auch mal am Bodensee und ja, hatten uns da auch noch einen schönen Tag gemacht. Ne? Also definitiv für uns eine absolute Verbesserung, auch wenn es jetzt für privat, sage ich mal, ein bisschen weiter weg ist, weil die Messe ja bei Sebastian vor der Haustür war, bei seinen Eltern zumindest. Und sind trotzdem super happy, dass das jetzt hier stattfindet und hoffentlich auch so bleibt. Sehr schön. Die Faszination des American Quarter Horse. Ihr habt euch ja auch auf diese Rasse mehr oder weniger spezialisiert. Was macht diese Pferderasse für euch aus? Wieso findet ihr diese Rasse so toll? Willst du? Für mich, gerade in den Rinderdisziplinen, sind halt einfach super clevere Pferde. Ne? Es macht generell Spaß, Pferde jeder Art zu trainieren. Und bei den Quarter Horses stelle ich halt immer wieder fest, gerade bei den Rinderdisziplinen, wie einfach es eigentlich ist, wenn man selber ein bisschen auf sich achtet, weil diese Pferde halt einfach gefallen wollen und Sport machen möchten. Ne? Das ist so das, was mich eigentlich am meisten begeistert, weil es halt wirklich, weil ich immer wieder das Gefühl von den Pferden bekomme, dass sie wirklich da tun wollen, was wir von ihnen möchten. Ja, bei mir ist es letztendlich auch ähnlich. Also die Geschwindigkeit, die Wendigkeit, aber im nächsten Moment dieses Relaxed-Sein, Anschalten, Ausschalten, also das ist so, alle Qualitäten, ne? Ob es irgendwie ist ans Meer fahren, ausbreiten, ob es jetzt irgendeine Show ist, die Vielseitigkeit letztendlich. Ne? Ja. Und wenn ihr in wenigen Sätzen beschreiben müsstet, was ihr so im Alltag tut, was ist das? Also ist es dann spezialisiert Jungpferdeausbildung oder ist es sowohl als auch eben die Förderung von Turnierpferden und die Jungpferdeausbildung? Was macht die zu Hause? Ja, also Jungpferde haben wir in der Tat auch einige immer wieder zum Anreiten oder zur Grundausbildung da. Und die meisten Pferde, die eigentlich kommen, sind eben ja für eine normale, solide Ausbildung bei uns. Also viele auch, die weiterführend gehen sollen, also in die Disziplin, Rennschreiding, Reining oder in deinem Fall halt das Cutting. Aber ich würde sagen, die meisten Kunden wollen eigentlich nur gut und vernünftig Freizeit reiten. Aha. Ja. Sehr schön. Gibt es in eurem Leben eine Erfahrung mit Pferden, die euer Leben sehr geprägt hat? Also gibt es irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, wo ihr sagt, hey, das hat meinen Trainingsweg geändert oder beeinflusst oder das hat mich bestätigt in dem, was ich tue, oder das war für mich ein Erlebnis, das hat mich einfach in meinem Tun mit Pferden verändert, geprägt, bestätigt? Wow. Es gibt ganz viele, aber eigentlich passiert es fast jeden Tag, würde ich sagen. Also sind gar nicht so Riesenerlebnisse, aber
man fühlt jeden Tag irgendwann irgendwas auf dem Pferd, wo man sagt, wow, oh, das war cool und ich muss gar nicht irgendwas Dolles dafür machen, sondern man muss nur clever sein und fürs Pferd denken und dann kommt das auch, abgesehen von den großen Erlebnissen, aber die sind nicht so wichtig. Auch bei mir ist das, glaube ich, einfach, ich bin halt seit Kind an dabei irgendwie durch meine Eltern und das ist eigentlich so für mich, wo ich sage, boah, wir haben irgendwie ohne Sattel angefangen auf dem Stoppelfeld, Vollgas gegeben und haben aber auch immer wieder den Unterricht bekommen und die Förderung bekommen, dass also auch meine Geschwister und ich da irgendwie weiterkommen. Dann war irgendwie stand es immer fest, dass ich nach dem Abitur irgendwie nochmal in die USA gehen möchte für ein Praktikum und da kam letztendlich so der letzte Kick, sage ich mal, der gesagt hat, so, ich glaube, ich will das auch beruflich mit Pferden machen. Ja. Sehr schön. Wir kommen jetzt zu den einfachen Fragen. Was mich jetzt interessieren würde, Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit Butter. Ja. Wenn ihr die Wahl habt, Stadt oder Natur? Natur, definitiv. Natur. Geht ihr eher zu Fuß oder nehmt ihr das Auto? Oh, am liebsten das Auto, ich bin total faul. Geht mir leider ähnlich, ja. Wenn euch eure besten Freunde beschreiben würden, welche 2, 3 Eigenschaften würden sie nennen? Boah, ich glaube, ich bin total unsportlich, ne? Ich bin relativ faul, ja. Also was so sportlich, ich schwitze total ungern. Aber faul würde dich niemand nennen. Arbeitstechnisch nicht, aber ja, doch, das würde mich schon gut beschreiben, also. Ich hoffe lustig und wir sind zurückhaltend schüchtern. Hattet ihr als Kind einen Traumberuf und wenn ja, welchen? Nee, den hatte ich in der Tat nicht, muss ich sagen. Nee? Bei mir war es schon immer Pferdetrainer. Sehr schön. Und wenn ihr euch für eine Superkraft entscheiden könntet, welche wäre es? Fliegen, zaubern, unsichtbar sein, Gedanken lesen. Zaubern wäre, glaube ich, ganz cool. Nee, ich glaube, ich würde fliegen wohl. Also trotz Höhenangst. Aber ich nehme an, dass sie dann weg wäre, wenn ich fliegen könnte. Habt ihr ein Lieblingsessen? Na, ich esse total gern Pizza. Lieblingsessen? Es gibt so viel leckeres Essen. Burger sind generell immer gut. Musiktipp? Wo ihr sagt, das ist ein Lied, das muss man hören, das ist super. Bei mir jetzt im Speziellen nicht. Ich höre total gerne Country-Musik, aber jetzt auch nichts irgendwas im Speziellen oder Besonderes bei dir. Ich habe letztens Radio Bollerwagen entdeckt, da gibt es Malle-Hits rauf und runter. Das ist jetzt aber auch nichts Tolles. Aber Country-Musik macht man nie was falsch mit. Film- oder Serientipp? Na, ich gucke überhaupt gar keinen Fernsehen. Ne? Wir sind eigentlich immer am Arbeiten. Ne? Ja, ist immer nicht viel Zeit. Ja. So die Marvel-Filme sind ganz cool. Halt. Da kann man schon sagen. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Fragen angekommen. Ich danke euch ganz herzlich für die Zeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe, viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön. Und ich denke, wir laufen uns noch ein paar Mal öfter über den Weg. Danke euch. Gerne. Dankeschön.